Flux FM in digitaler Gesellschaft. Letzte Woche haben wir an dieser Stelle über die Ransomware WannaCry gesprochen. Die IT-Schadsoftware hat sogar Krankenhäuser lahmgelegt. Für Microsoft lag ein Großteil der Verantwortung für diese Attacke bei den US-Geheimdiensten, insbesondere bei der NSA. Die hatten die Sicherheitslücke geheim gehalten, sodass ein wirksamer Schutz nicht möglich war und die Sicherheitslücke von Kriminellen ausgenutzt werden konnte. Zukünftig sollen solche Sicherheitslücken auch in Deutschland verstärkt genutzt werden, mit Hilfe des sogenannten Staatstrojaners, einer umfassenden Überwachungssoftware sollen Rechner und Handys von Beschuldigten zur Prävention und Verfolgung von Straftaten überwacht werden. Warum es sich dabei nicht nur um einen Angriff auf die Grundrechte handelt, sondern auch massive Probleme für die innere Sicherheit entstehen könnten, das besprechen wir jetzt mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hi. Ja, was genau ist dieser Staatstrojaner nochmal bitte und wann soll er eingesetzt werden? Also der Staatstrojaner ist im Grunde wie ein ganz normaler Trojaner, der sich eben auf den Endgeräten der Benutzerinnen und Nutzer einnistet und dann aber nicht wie normale Trojaner eben zum Beispiel Geld erpressen soll oder eben Schadsoftware installieren soll, sondern der dann Überwachungsmaßnahmen leisten soll, also eben die Betroffenen entsprechend zu überwachen, ihre Kommunikation zu überwachen, um dann eben herauszufinden, ob sie sich einer bestimmten Straftat schuldig gemacht haben. Mhm. Und eingesetzt werden soll dieser Staatstrojaner eigentlich eben nur, wenn Leib und Leben unmittelbar bedroht ist, und jetzt kommt aber eben eine Gesetzesänderung. Das Justizministerium hat einen Formulierungsvorschlag, so heißt das, an die Große Koalition übermittelt, also die CDU, CSU und SPD im Bundestag. Und die werden jetzt im Bundestag einen entsprechenden Änderungsantrag zu einem Gesetz, Strafgesetz einbringen, wo es darum geht, eben den Einsatz auszuweiten. Und das bedeutet, dass künftig dieser Staatstrojaner auch installiert werden soll, wenn es um Hehlerei geht, wenn es um Geldfälschung geht, wenn es um Betrug geht, aber eben auch Computerbetrug. Also eben Sachen, die jetzt gar nicht mehr unbedingt das Leib und Leben von Menschen bedrohen, sondern ja, ich sag mal, klassische kriminelle Felder sind. Da soll diese Überwachungstechnologie auf den endgeräteten Rechnern, Handys und so weiter und so fort der Verdächtigen installiert werden. Okay, also weil Trojaner sind ja dann oftmals schädliche Programme, dass man sagt, das will ich natürlich nicht auf meinem Handy oder Rechner haben. Du hast schon einige Gründe eben genannt, warum die diese Trojaner bei uns installieren wollen. Wie würde das dann genau funktionieren? Wie kann der Staat künftig Trojaner auf meinem Handy hier installieren? Also sie benutzen denselben Weg wie Kriminelle und das ist auch das große Problem an der Sache. Das bedeutet, sie versuchen entweder Sicherheitslücken in Systemen, also zum Beispiel im Windows-Betriebssystem oder im Android-Betriebssystem auf dem Handy zu finden und diese dann eben entsprechend auszunutzen, um diese Schadsoftware auf diesen Geräten zu installieren. Das kann man machen, indem man diese Lücken sozusagen selbst sich zusammenhackt, also indem man selbst guckt, dass man solche Systeme angreift, guckt, wo ist so eine Sicherheitslücke und die dann entsprechend ausnutzt. Oder man geht aber auf den Schwarzmarkt und kauft die dort ein. Und das sind so die zwei bekannten Wege, wie man an diese Sicherheitslücken kommt. Und wenn man diese Sicherheitslücke dann einmal gefunden hat, muss man sie natürlich auch geheim halten, weil sonst die Unternehmen ja kommen und diese Sicherheitslücke schließen. Das bedeutet, diese Sicherheitslücke ist dann nur den Ermittlungsbehörden und den Kriminellen gemeinsam bekannt. Sie nutzen diese aus, um entweder eben Erpressungstrojaner zu installieren, um uns Geld aus der Tasche zu ziehen, oder aber eben auf der anderen Seite der Staat, der dann diesen Staatstrojaner installiert, um uns dann mit diesen Überwachungstechnologien auf unseren Geräten zu beglücken. Das klingt so, Liebling, ich gehe mal kurz auf den Schwarzmarkt und kaufe ein paar Sicherheitslücken ein. Oh Gott, gruselig. Letzte Woche haben wir ja von euch schon gehört, dass diese Sicherheitslücken ja nun auch genutzt werden sollen und sehr gefährlich sind. Die Auswirkungen waren bei WannaCry zu sehen. Dort sind ja fürchterliche Sachen passiert, Krankenhaus zum Beispiel lahmgelegt. Droht die Wiederholung dann eines solchen Angriffs wieder? Also das Problem ist, dass dann nicht nur die Wiederholung solcher Angriffe droht, sondern dass eben diese Angriffe sogar auch noch ausgeweitet werden können. Weil wenn man die Kriminalitätsfelder ausweitet, in denen diese Trojaner eingesetzt werden, dann braucht man auch mehr Sicherheitslücken, weil man ja mehr solcher Trojaner auf den Systemen dieser Beschuldigten installieren muss. Das bedeutet, es werden sich viel mehr Leute damit auseinandersetzen, wo man diese Sicherheitslücken herkriegt oder wie man diese Sicherheitslücken selber herstellt. Es werden mehr dieser Sicherheitslücken gekauft. Im Übrigen gibt man da ja auch immer
Geld an Kriminelle, die halt vorher diese Sicherheitslücken in der Regel halt für kriminelle Aktivitäten halt zur Verfügung stellen im Netz. Und das bedeutet, dass dann halt mehr Sicherheitslücken da sind, die Unternehmen nicht darüber informiert werden, dass diese Sicherheitslücken da sind. Diese Sicherheitslücken können nicht geschlossen werden. Das bedeutet, dass eigentlich dieser Angriff auf Leib und Leben viel öfter stattfinden kann, dass wenn nämlich so ein Krankenhaus lahmgelegt wird, wie wir es jetzt in Großbritannien zum Beispiel gesehen haben, Leute dann einfach nicht mehr in die Notaufnahme gehen können oder sogar Krebspatienten dann eben mal nicht mehr an die Informationen dieser Leute rankamen und die nicht mehr behandelt werden konnten. Weil eben die IT-Systeme zusammengebrochen sind. Und das wird natürlich dann in Zukunft viel häufiger stattfinden. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass eben andere kritische Infrastrukturen, also man überlege sich, was passieren würde, wenn zum Beispiel mal ein Kraftwerk oder ja auch bei uns mal Krankenhäuser eben Ziel solcher Attacken werden, was dann eben für ja breitflächige negative Konsequenzen für uns drohen. Und auf der anderen Seite sollen dann aber eben Kriminalität bekämpft werden. Also eigentlich soll ja was für die innere Sicherheit getan werden. Auf der anderen Seite geht man aber komplett gegen die innere Sicherheit vor. Und das ist ja doch schon sehr verwunderlich, dass vor allen Dingen eben Thomas de Maizière, unser Innenminister, der sich immer für innere Sicherheit einsetzt, in so einem Fall die innere Sicherheit total riskiert, in dem Glauben daran, dass er durch diese Überwachungsmaßnahmen dann in irgendeiner Art und Weise gegen Kriminalität und für innere Sicherheit vorgehen kann. Das kann ja eigentlich auch nicht in seinem Sinne sein, dass das passiert. Kann man sich auch kaum vorstellen. Wie geht es jetzt dann weiter? Es gibt sicher viele Kritiker, wie ihr es auch seid. Also es gibt sehr viele Kritiker. Es ist auch hochgradig fraglich, ob das überhaupt mit unseren Grundrechten vereinbar ist, diese Maßnahme. Denn es ist ja so, dass eben jetzt auch nicht erstmal nur diese Kommunikation überwacht wird. Denn wenn man jetzt gerade mal an ein Handy denkt, da sind ja ein Haufen Informationen drauf. Also man hat seinen Kalender, man hat Bilder, man hat Videos, Fotos und so weiter und so fort auf so einem Handy. Und in dem Gesetz steht zwar drin, dass nur die Kommunikation überwacht werden darf, aber das Problem ist, man muss ja trotzdem erstmal auf das Gerät drauf und zwar braucht man vollen Zugang zu dem Gerät, also vollen Zugang zu all diesen Informationen, all diesen Daten, die auch nicht nur die Kommunikation betreffen. Und das ist ein grundrechtliches Problem, was damit einhergeht. Deswegen glauben wir, dass es jetzt auch nicht unbedingt Bestand hat vor einem Verfassungsgericht. Aber die Regierungsfraktion und eben die Bundesregierung scheint wild entschlossen zu sein. Es ist eben, wie gesagt, ein Formulierungsvorschlag, der vom Justizministerium im Nachgang zu einer Reform eingebracht wurde. Das bedeutet, die erste Lesung im Bundestag hat auch dazu gar nicht stattgefunden, sondern es geht jetzt direkt los mit einer Anhörung dazu. Am 31. Mai wird die stattfinden im Bundestag. Und dann soll das noch diese Legislaturperiode, das bedeutet bis zum Ende der Sommerpause, also bis Ende Juni, soll dieses Gesetz noch auf den Weg gebracht und verabschiedet werden. Also auch hier wird wieder versucht, wir haben es im letzten Jahr schon oft gehabt, dieses Phänomen, dass eben versucht wird, ohne große öffentliche Debatte im absoluten Schnellverfahren hochgradig intrusive Gesetze eingeführt werden sollen. Jetzt eben bis Ende Juni soll das auf den Weg gebracht werden und man muss halt eben jetzt schauen, wie groß der Widerstand ist. Aber das Problem ist, dass hier, wie gesagt, die Regierungsfraktionen wild entschlossen sind und dass man eben auch schon ein Stück weit im Vorfeld der Anhörung gesagt hat, dass mit den Ankaufen von Sicherheitslücken ist doch alles kein Problem, man sieht da keine Schwierigkeiten damit. Und dieses Problem eben, dass dann eben Krankenhäuser angegriffen werden können und Menschen sterben, das wird einfach völlig negiert, das will man gar nicht sehen. Und deswegen scheint es so, als dass jetzt eben bis Ende Juni dieses Gesetz auch durch den Bundestag gepeitscht wird. Dann könnte es ab dann auch sofort zu Installation kommen? Das dauert dann, muss noch Bundesrat und Bundespräsident unterschrieben werden, aber also und dann geht's also innerhalb von ein paar Monaten und dann muss natürlich eben die Kapazitäten auch aufgebaut werden, dass eben diese Sicherheitslücken auch entsprechend angekauft werden, dass diese Sicherheitslücken gefunden werden. Also der Staatstrojaner wird ja jetzt schon teilweise eingesetzt, aber man muss natürlich dann noch mehr kaufen, braucht die technischen Voraussetzungen, das Personal dafür, aber dann rollt dieses Verfahren langsam an. Gleichzeitig bin ich mir relativ sicher, dass Leute nach Karlsruhe gehen werden und dagegen klagen werden und hoffentlich ist es dann alle spätestens auf diesen Weg wieder zurückzudrehen, dieses Gesetz. Aber wie gesagt, also ich finde halt eben insbesondere der Innenminister, der immer nach innere Sicherheit schreit und hier immer wieder irgendwelche neuen Überwachungsmaßnahmen auf den Weg bringt. Gerade in diesem Gesetz zeigt sich, dass er die innere Sicherheit eigentlich deutlich mehr gefährdet, als dass er sie sichert. Und das ist ja eben schon erstaunlich, welchen Geist hier eben die Bundesregierung im IT-Sicherheitsbereich denn
ja, so von sich gibt. Ja, und ihr habt ein Auge für uns drauf und es ist gut, dass ihr uns zwischendurch immer über solche Sachen informiert. Die Bundesregierung will Trojaner auf unseren Handys und Rechnern installieren, also auf beschuldigten Menschen, ne, bei denen sie Verdacht haben. Und was natürlich aber auch auf anderen Bereichen viele negative Folgen haben kann. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Ihr bleibt ja am Ball und informiert uns darüber. So ist es. Wie gesagt, jetzt der nächste Schritt, 31. Mai ist die Anhörung, die Expertenanhörung im Bundestag. Und dann kommt ja irgendwann noch die Abstimmung. Und hier werden wir natürlich wieder versuchen, die Abgeordneten davon zu überzeugen, dass das wirklich keine gute Idee ist. Aber wie gesagt, in Anbetracht der Tatsache, dass sie alle wild entschlossen sind, diese Sicherheitslücken anzukaufen und dass wenig Zeit bleibt, kann das durchaus sehr schwierig werden. Vielen Dank an Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Sehr gerne. Flux FM in digitaler Gesellschaft.